Psalm 131, Vers 1, da heißt es, O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Psalm 131, Vers 1. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Und schau, was das bedeutet ist, dass es für dich Dinge gibt, die dir zu groß und zu wunderbar sind. Dass es für dich als Prediger Dinge gibt, die für dich zu groß und zu wunderbar sind. Schau, als Prediger, ja, solltest du wissen, wovon du redest. Aber lass mich dir das sagen, du kannst es nicht vortäuschen. Wenn du so klingen willst, als wüsstest du, wovon du redest, dann musst du wissen, wovon du redest. Denn wenn du nicht weißt, wovon du redest, dann klingst du auch nicht so, als wüsstest du, wovon du redest. Und was musst du dazu tun? Prediger, lies deine Bibel und halte dich von Dingen fern, die dir zu groß und zu wunderbar sind. Wenn du etwas noch nicht ausreichend studiert hast in der Bibel, dann predige nicht darüber. Und ich richte mich hier auch an junge Leute. Wir haben junge Männer unserer Gemeinde, andere, die vielleicht nur online zusehen, die sich denken, ich würde gerne mal predigen. Ich würde vielleicht auch gerne mal Prediger werden. Lass mich dir den Tipp geben. Es gibt viele Dinge, an denen du nicht arbeiten kannst oder nur wenig arbeiten kannst. Schau, wenn du zum Beispiel ein extrem introvertierter Mensch bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht der dynamischste Prediger überhaupt werden. Und das ist in Ordnung. Und natürlich kannst du daran arbeiten, wie du deine Predigten gestaltest, wie du mit an deiner Gestik arbeiten, an deiner Mimik, was auch immer. Du kannst natürlich ein bisschen daran arbeiten, aber du wirst nicht komplett deine Persönlichkeit umkrempeln. Was du aber komplett umkrempeln kannst, ist dein Bibelwissen. Prediger, lies die Bibel. Das ist das, woran du wirklich arbeiten kannst, dass du weißt, wovon du redest. Und schau, wenn du gerade erst irgendwie nach der Trübsal gesehen hast, gerade erst irgendwie eine Predigt über die Entrückung nach der Trübsal gesehen hast, dann heißt das nicht, dass du schon bereit bist, selbst darüber zu predigen. Auch wenn du schon mit anderen diskutierst über die Entrückung nach der Trübsal, du bist nicht unbedingt bereit, darüber zu predigen. Es kann manchmal lange Zeit dauern, bis jemand bereit ist, über ein Thema zu predigen. Schau. Manchmal, wenn ich trainiere im Fitnessstudio, dann nehme ich meine Bibel mit und in den Pausen dazwischen lese ich Bibel. Das ist ein guter Tipp für dich als junger Mann. Ja, geh trainieren, das ist gut. Aber übe dich vor allem in Gottesfurcht. Ja? Und du wirst konzentriert die Bibel lesen können. Das würde dir vielleicht helfen, wenn du in den Pausen während des Trainings Bibel liest. Und da bekomme ich manchmal die besten Ideen. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, Römer Kapitel 9 habe ich gelesen. Nicht, weil ich das irgendwie lesen wollte, sondern es war halt einfach dran. Ich habe Römer Kapitel 9 gelesen. Und weißt du, ich habe schon vorher Predigten darüber gehört. Ich habe mir schon vorher darüber Gedanken gemacht. Und im Großen und Ganzen, denke ich, habe ich ungefähr verstanden, worum es geht. Aber ich war nicht bereit, darüber eine Predigt zu halten. Aber auf einmal beim Bibellesen hat es für mich persönlich Klick gemacht. Schau, was ich dir sagen möchte ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen einfach im großen Ganzen wissen, okay, ja, die Entrückung ist nach der Trübsal oder so, und wirklich darüber predigen zu können. Dazwischen ist, das ist ein großer Unterschied. Wenn du über etwas predigen willst, Prediger, dann musst du das aus der Bibel selbst wissen. Du musst selbst es erklären können. Du musst es letzten Endes selbst gelernt haben. Und andere Predigten können dir dabei helfen, aber es muss letzten Endes bei dir selbst Klick machen, wenn du eine Bibel liest. Aber dazu musst du Bibel lesen und nicht irgendwelche Kommentare, dich nicht verlassen auf ein Studium oder sonst irgendetwas.